Jo Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dutch Coaster XXL. Mein Name ist Dave und ich bin hier heute nach Salou gefahren. Also in PortAventura. Weil seit letztem Monat steht hier eine neue Interminbahn und die schauen wir uns heute mal an. Aber nicht nur die Bahn schauen wir uns an, wir schauen uns ganz PortAventura an. Also schön, dass ihr dabei seid. Wir fangen an! Willkommen zurück hier im Video. Also wir haben heute das Video auch gestartet mit voll viel Power. Wir sind in Furious Baku gewesen, also eine Intamin-Bahn, eine Intamin-Bing-Coaster, der gelauncht wird. Und ich muss sagen, in 2021, wo ich das letzte Mal gemacht habe, hat es sich echt ein bisschen besser angefühlt. Aber es bleibt einfach eine mega, mega, mega coole Maschine. Also wir laufen jetzt mal ganz im Park durch heute und beenden dann letztendlich bei Unchart. Die neue Intamin-Bahn, die neue Multidimension Coaster, die hier steht. Sehr, sehr gespannt, wie das ist. Also wir laufen jetzt erstmal in Richtung Hawaii. Aloha! Also dieses Park ist auch einfach wieder so eine Perle hier in Freizeitparkland, finde ich, weil ja, die Thematisierung dieses Parks ist auch sehr, sehr stark. Sicher hier das Hawaii-Teil, das Polynesia-Teil, wenn ich das gut ausspreche, ist schon echt super schön thematisiert. Kann man sich auch mal ein bisschen aufhalten, wenn es ein bisschen wärmer ist, weil hier ist man eigentlich irgendwie immer beschützt durch die Bäume. Also sehr, sehr cool. Sehr, sehr cooles Gebiet. Wir laufen jetzt irgendwo in Richtung eine Art Maze, glaube ich. Der Eintritt da ist ab 12 Jahren, muss auch extra dafür bezahlen, 8 Euro pro Person. Wir gehen jetzt mal hin und schauen uns das mal an, ob es überhaupt möglich ist, da reinzukommen. Aber vorher, bevor ich dann angefangen habe, dieses Video, schon mal eine kleine Runde durch den Park gemacht. Und das gefunden möchten wir gerne machen. Das ist jetzt 15.30 Uhr, ab 15 Uhr wäre das möglich, also wir laufen jetzt mal hin und fangen dann mal an mit der Maze hier im Park. Und bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht schon ein bisschen Halloween im Sommer. Cool. So, wir haben unsere Tickets jetzt gekauft hier in der Shop hier und das sieht man schon ein bisschen, dass es ein bisschen so Art Halloween-mäßig sein würde. Also es ist schon eine Maze. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie rausgemacht haben. Der Name Rack. Wir gehen mal hin und schauen uns das Ganze dann endlich mal an. So eine Maze kann man eigentlich immer machen. Mit Halloween ist natürlich was sehr, sehr Spezielles, aber im Jahr und so eine Maze finde ich einfach der Hammer. Wir machen ihn. Bock drauf. Drinnen darf ich nicht filmen übrigens, also ich muss leider hier nachhinein erzählen, wie es uns so gefallen hat. Bis gleich. Ja, so lange wie es möglich ist, würde ich dann auch filmen. Also wir laufen hier jetzt eigentlich durch ein sehr schönes thematisiertes Gebiet. Und da kommen wir bei der Kontrolle an. 5 minutes later. So Leute, das war die Maze und wir haben recht gehabt. Es war wirklich so eine Horror-Maze, die hier schon im Sommer zu besuchen ist. 8 Euro kostet der ganze Spaß, aber ich muss sagen, sehr, sehr gut gemacht. Also viele Erschrecker drinnen, fasse dich aber nicht an, das ist schon mal gut. Also lasse dich echt laufen, aber jage dich natürlich ordentlich hinterher. Und das macht es schon alles ein bisschen cool, ja. Also hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich reingegangen bin. Ist ein bisschen teuer, meiner Meinung nach, für eine Sommer-Maze. Aber sehr, sehr cool. Also bist du in PortAventura, kommst du noch zu PortAventura? Es hat bestimmte Zeiten geöffnet.
In diesem Fall von 15 Uhr bis 17.30 Uhr und heute Abend wieder ab 20 Uhr oder so, ist auch wieder geöffnet. Da kannst du da reingehen. Mach es dicke, Buchenticket ist nicht voll, also kannst du immer so durchlaufen. Der Hammer. Dicken Daumen. Wir laufen jetzt ein bisschen weiter, gehen jetzt in Richtung Sesamstraße und schauen uns da mal alles ein bisschen an, was in Sesamstraße passiert. Und über Sesamstraße gehen wir dann in Richtung die große Coasters hier im Park. Bock drauf! So, wir haben unsere Pläne jetzt auch umgeändert, sind doch nochmal eben wieder nach zum Big Splash gelaufen. Einfach nur mal, um eben ein bisschen Wasser zu holen, weil Mensch, ist es warm hier. 35 Grad ist hier gerade in PortAventura, also ist schon richtig, richtig heiß. Wir wollten ja eigentlich zur Sesamstraße, wir gehen jetzt erstmal in der große Tutuki Splash hier in Hawaii, dem Bereich Polynesia. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut sage, aber ich glaube schon. Also hier in PortAventura. Das machen wir erstmal. Erstmal der Big Splash und dann in Richtung Sesamstraße. Bis gleich. Ein von den Dingen, was sie hier sehr, sehr gut machen, das müssen sie auch machen, weil es einfach mega, mega warm ist, ist, dass du überall hier so von den Hütten hast, wo du so quasi drin warten musst. Also die Q-Line ist immer so irgendwie beschützt auf einen oder anderen Weg. Also sehr, sehr gut. Finde ich wichtig, weil es gibt noch ganz viele Parks, da steht man einfach voll in die Sonne und dann geht man einfach kaputt, wenn man da den ganzen Tag drin steht. Ich gehe jetzt schon kaputt und stehe im Schatten. Also super gemacht, dicken Daumen, PortAventura. Big Splash hat getan, was er tun sollte. Und es war der Hammer. In dieses Wetter einfach einen dicken fetten Daumen für Tutiki Splash. Wow. Ja, Big Splash. Also macht genau, was er tun sollte, macht dich mega nass. Was cool ist, dass du zweimal einen Abfahrt hast. Also da hast du quasi ein kleiner, der runtergeht. Dann dreht man sich noch einmal so rum, kommt unter die Brücke, geht dann hoch und macht dann der Big Splash. Kann sich natürlich da auf die Brücke hinstellen. Aber wirklich, wirklich nass wird man da jetzt nicht auf die Brücke. Aber dafür in das Fahrgeschäft. Also war schon mal eben sehr angenehm, muss ich sagen, mit dieses warme Wetter, eben das Wasser abzubekommen. Und ja,
Normal bin ich da nicht so ein ganz großer Fan von, aber ich muss sagen, ich habe es richtig, richtig genossen. Und zweifle sogar, ob ich die nochmal reingehe. Big Splash, cool. Cooles Fahrgeschäft, ja. Jetzt in Richtung Sesamstraße. So, Sesamstraße. Ja, irgendwie schon ein mega cooles, thematisiertes Gebiet hier. Deswegen, dass ich immer gerne mal eben durchlaufe. Jetzt ist es so, dass ich hier natürlich nicht alle Fahrgeschäfte fahre. Oder eigentlich besser gesagt, fast gar nichts fahre. Aber das ganze Gebiet, wie es hier gebaut ist, ist einfach der Hammer. Also für die allerkleinsten Kinder unter uns ist das natürlich hier ein Träumchen. Sesamstraße ist für mich natürlich ein bisschen etwas, was ich früher in meiner Jugend sehr viel geguckt habe und richtig gehypt habe damals. Und ja, jetzt gibt es hier einfach so eine mega coole Sesamstraße-Welt quasi, ne? Also cool, dass wir durchlaufen müssen für den nächsten Themenbereich zu kommen. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Genieße jetzt einfach mal ein bisschen Sesamstraße. Und dann sehen wir uns gleich an die andere Seite. Bis gleich. Ja, aber haben wir das Gebiet noch nicht wirklich verlassen, weil wir sehen es hier. Das ist das Schung von Sesamstraße, benutzen wir jetzt mal mit der coole Zug hier. Eine Fahrt zu machen durch Portaventura. Wenn wir zurückkommen, machen wir auch nochmal die Dark Ride hier, die Street Mission von Sesamstraße, weil auch die haben wir noch nicht gemacht. Also gehen wir nachher auch mal rein, weil ich finde, wenn man einen Dark Ride hat im Park, sollte man ihm auch unbedingt fahren. Jetzt erstmal eine Runde durch den Park mit diesen coolen alten Zug. Hier kommen die Holzachterbahn vom Park vorbei und ich finde es sehr kurios aussehen. Also die Rails irgendwie, als ob das einfach nur von die Gerüstteile sind, die erst zusammengeschweißt worden sind. Ich hoffe, man kann das ein bisschen auf Kamera erkennen. Ich glaube nicht wirklich, aber die Holzachterbahn vom Park ist hier von hier. Sehr besonderes Teil. So, das war eine entspannte Runde hier mit der, wie soll ich es nennen, mit der Zug, mit der Portaventura Express. Jetzt gehen wir hier in Street Mission, der Dark Ride. 2019 haben sie mir gebaut und wir schauen uns das Ganze hier mal an. Eine Dark Ride, die komplett dreht um Sesamstraße.
Auf jeden Fall mega cool gebaut. Dragon Khan, Shambhala, kommt gleich wieder runter geflogen. Und dann direkt hier der Dark White Street Mission. Ja, Freunde, das war Street Mission hier von Sesamstraße in Bucht Aventura. Ein Dark White. Ein Shooter. Man muss da schießen drin, man muss da Cookies kaputt schießen. Irgendwie die gleiche Bahn, also das gleiche Fahrgeschäft wie Symbolica. Also nicht etwas, was auf einer Rail geht, aber was vorher schon einprogrammiert worden ist. Sehr, sehr cool. Fährt sich irgendwie doch irgendwie smoother oder so. Das finde ich bei Symbolica auch sehr, sehr cool. Hier ist es aber so, man kriegt schon eine Brille auf, man konzentriert sich natürlich echt auf den Punkt, wo man schießen muss. Also guckt nicht ganz Zeit um sich rum, so wie man das bei Symbolica sieht. Das ist hier nicht. Aber hat schon irgendwie richtig Bock gemacht, dürfte drin in die Firma haben versucht. Das ging leider nicht. Aber wir gehen jetzt einen kleinen Schritt weiter nach vorne und kommen dann hier bei die große, schöne Achterbahn vom Park. Zwei Oldies. Also eine Oldie und eine von 11 Jahre alt, jetzt kommt der Shambhala, seit 2012, und Dragon Khan seit 1995 im Park. Da gehen wir jetzt mal hin, stellen uns da mal an, die Wartereien, also die Warteschleife sind leider überall natürlich etwas länger hier jetzt in der Sommerzeit. Ja, ist so. Wir laufen mal hin und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, bevor wir nach die zwei Achterbahnen gehen, ist hier noch ein kleines Gebiet, Angkor, und hier hört man so erstmal Splash Battle vom Park, also sehr, sehr cool. Und mit dieses Wetter natürlich echt keine Strafe, hier mal eben so ein bisschen nass zu werden. Man kann hier selber auch schießen, hier sehen von die Shooters, muss man dann 1 € reinmachen, dann kann man zurückschießen, aber sonst lässt man sich einfach nass machen durch die Männer da im Boot. Ist schon cool, ne? Die genauen für die Männer. Kommt das nächste Boot. Auch die sitzen alle bereit. Oh. 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 Also ganz schlimm finde ich es nicht. Eigentlich nur eine dicke, fette Verkühlung. Aber cool. Der Splash Battle vom Park. Muss ich noch mal gucken. Angkor. Angkor. Die genauen. So eine coole Laufbrücke, kann man so eben rumlaufen, ohne dass man nass werden, oben auf die Boote gucken, und man hat natürlich einen mega cooler Blick auf die zwei Achterbahnen, die hier stehen. Sowieso, wenn die andere Seite, lasse ich euch gleich mal sehen, hast du sowieso einen mega schöner Blick auf diese zwei Giganten. Ja, da haben wir. Gehen wir hin. So, die erste Bahn von die beiden, die wir machen, ist quasi die weiß-blaue. Das ist Shambhala. Ist in 2012 hier im Park gekommen. B&M hat ihn gebaut und ist eine Coaster, die 76 Meter hoch ist, damit 3 Meter höher dann Silver Star in Europa Park, und eine Höchstgeschwindigkeit von 134 km/h. Also deswegen freue ich mich so mega auf diesen Hammer-Coaster, der hier runterkommt. Da hinten noch Dragon Khan, der geht als Erster, und dann kommt der. Shambhala.
geht jetzt über den Hügel, macht da hinten quasi die 8 in der Luft und kommt dann gleich wieder zurückgeschossen. Dann geht er wieder hier hoch. Kommt der. Also schon Baller machen. Das erste waren letzten Monat noch in Warner Park in Madrid. Da steht ungefähr die gleiche Bahn, aber die ist viele Male älter. Die ist in 2002 gebaut und das ist die Superman-Bahn. Ist aber ungefähr die gleiche Bahn, also ich bin sehr, sehr gespannt. Und Silverstar kommt natürlich auch genau auf Shambhala. Aber jetzt machen wir Shambhala Silverstar, kennen wir. 3 Meter höher, also ich bin gespannt. Bock drauf. So, Shambhala hat seinen Weg wieder hochgefunden, geht jetzt auch wieder runter. Und wird dann gleich hier hinter mir vorbeikommen. Auch ein cooles Effekt, was sie hier reingemacht haben. Also für die Wasserspritze, ich zeige euch mal ganz kurz. Und dann ist auch echt Zeit, hochzugehen und Shambhala selbst mal zu fahren. Ich freue mich da richtig drauf. Cool, er macht jetzt die 8. Kommt jetzt zurück, also Kamera schon mal bereit. Dragon Khan und da kommt er. Shambhala. Ja, muss ich so sagen, schon ein cooles Extra-Effekt, was ich hier reingebaut habe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, Dragon Khan, auch eine Bahn, die ich schon mal gefahren bin. Lange, lange, lange her, da war ich selber 16 oder 17 Jahre alt, stand die Bahn, glaube ich, 2 oder 3 Jahre hier im Park. Gleich nach Shambhala kommen wir bei Dragon Khan, da würde ich euch erzählen, wie alt diese Bahn genau ist. Alt. Cool Bahn hier im Park. Sehr cool. Hier auch wieder so ein Stuhl. Immer gut, um zu passen, ob es irgendwie geht. Also mit dieser habe ich eigentlich nie Probleme. Es sind immer die, was oben so einen Bügel habe, die ein bisschen schwieriger sind. Aber weiter, eigentlich kein Problem für diese. Shambhala. Ende. Das war eine schnelle Fahrt im Shambhala oder andere, besser gesagt, keine Fahrt im Shambhala, weil ja, meine Beine einfach zu groß waren, um das Ding da festzudrücken. Ich habe es noch versucht, ging aber nicht gut. Habe ich schon mal öfter gehabt. Deswegen auch den Namen habe ich schon eher erklärt. Dutch Coaster XXL ist dann leider so. Jetzt gehen wir dann nach Dragon Khan, weil Dragon Khan ist auf jeden Fall eine Bahn, die ich zu 100% fahren kann. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich fast nie Probleme, um irgendwo etwas zu fahren. Manchmal muss man ein bisschen mehr nachdrücken oder so, aber jetzt nicht, dass ich es nicht fahren kann. Nur wenn es die Bügel sind, so die alten Fahrgeschäfte mit den Bügeln so rüber, könnte es mal ein Problem geben, weil es nicht über die Schultern geht und dann zu weit offen steht und die dann keine okay geben können. Gut, ist so. Dragon Khan, gehen wir jetzt hin, fahren wir dem. Auch schön. Bock drauf. Okay. Kann. Ich hoffe, dass ich hier reinpasse. Ich habe gerade bei Shambhala gesehen, dass ich nicht reinpasse. Also ich hoffe, dass es hier klappt. Hier ist es so ein Bügel und es ist ein älteres Fahrgeschäft. Seit 1995 steht das ganze Ding hier im Park. Also das bedeutet schon ein paar Jahre schon alt. Ich bin dann damals auch gerade gefahren, wurde 2, 3 Jahre im Park. Da war ich selber 70 Jahre, 76 Jahre alt. Da war ich in Lorettemann, habe dann einen Ausflug gemacht hier in der PortAventura. Damals war das etwas ganz Besonderes, dass man 4 Leute nebeneinander gesessen hat. War ein komplett neuer Coaster. Ja, echter Hammer. Schönes Ding. 105 km/h, Topgeschwindigkeit, 45 Meter Höhe. Und bis 2002 hat es sogar einen Weltrekord gehabt. Da war es der einzige Achterbahn mit 8 Inversions auf der Welt. Diese Bahn nicht mehr wegzudenken auf PortAventura. Bock drauf, wir machen nochmal. So, da hinten sehen wir die Bahn ankommen und das ist hier, wo die Bahnen abends denn stillstehen und wo, denke ich, auch dran gearbeitet wird, wenn irgendwie was passieren muss.
ist genau neben der Station, weil da kommst du raus. Das ist hier genauso wieder was. Da kommt die andere Bahn schon wieder. So, das war Dragon Khan und ich muss sagen, es hat perfekt gepasst. Also in die dritte Reihe von diesem Zug hat man dann auch so einen etwas größeren Bügel und man bekommt zwei von die Anschließungen quasi, von den Riemen, die man reinstecken kann. Dadurch hat man mehr Platz und sitzt man eigentlich ganz bequem in dieser mega Kult Coaster hier im Park. Also ich muss sagen, dass sie nach all den Jahren auch noch echt super fährt. Sie stuckelt ein bisschen mehr, aber sie geht für ihr Alter noch immer echt smooth über die Gleise, finde ich. Hat mich echt gut gefallen, überraschend gut gefallen, muss ich sagen. Also diese Bahn kriegt von mir einen dicke fetten Daumen hoch. Und dann haben wir natürlich noch dasjenige, was ich euch vorher versprochen habe. Schaut euch das mal an. Es ist so ein ganz großer Knoten von Loopings und von Umschlägen und von Kurve und... Aber ich finde dieser Blick auf die zwei B&M-Coasters hier stehen, eine von 2012, der andere von 1995, eine von 76 Meter Höhe, sorry, und der andere von 45 Meter Höhe, einfach der Hammer. Schaut euch diesen Blick mal an, da geht er wieder, Shambhala, der hat leider nicht gepasst. Ist so. Ja, Freunde, wir gehen eine kleine Runde durch den Park machen, gehen langsam in Richtung Far West, weil da steht die neue Multi-Dimension Coaster von Intamin. Und da drauf sind wir natürlich sehr, sehr gespannt. Wie ist die neue Bahn hier? Wie ist Uncharted? Sprich mir das aus. Uncharted. Ich kenne mich auch überhaupt nicht aus mit die Sendung, also mit das Programm, mit die Serie, muss ich eigentlich sagen. Aber dieses Fahrgeschäft wollte ich einfach nie an mich vorbeigehen lassen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ist. Ja, was ganz Neues von Intamin. Freue mich drauf. Und weiter ist dieses Park einfach nur der Hammer. Ja, so verlassen wir auch wieder Chinatown. Auch etwas, was in ganz vielen Parks noch siehst. Ne? Chinatown, das Wild West, das Mexiko, trifft man hier auch alles an. Ist einfach der Hammer. Ich würde noch mal eben ganz kurz zeigen, die andere Seite, weil da hinten steht er. 112 Meter hoch, 180 km/h, Topgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob man ganz gut sehen kann, da der Ferrari-Bahn. Würde wir vielleicht auch noch mal hingehen, aber ob das diese Tage ist, weiß ich nicht. Würde mir ein bisschen schauen, wie das alles so auspackt. Im Moment sitze ich hier auch im Hotel zusammen mit meiner Tochter. Also ich habe heute hier einen Tag in so einem Demo-Hotel geschlafen. El Paso, auch ein sehr, sehr nice Hotel. Ich zeige euch jetzt ein paar kleine Bilder davon. Mit einem sehr, sehr cooler, angenehmer Pool. Und den Rest von der Woche verbringe ich mit meiner Tochter hier in Salau. Und sitzen wir in ein anderes Hotel, auch mit einem Pool, aber meiner Meinung nach ein bisschen zu viele Leute, also mehr Leute, dann das Hotel übrigens handeln kann. Deswegen war jetzt ein Tag so ein Ausflug nach PortAventura, El Paso Hotel, sehr, sehr gut. Ja, wir gehen weiter, wir gehen Richtung Dschungel und schauen uns da mal alles an. Und irgendwie steht da noch so ein mega, mega cooler Drop Tower. Den suchen wir mal. Habe ich ihn da zwar schon gefunden, da steht er. Mega hoch. Wir gehen schnell hin. Da ist er. Hurrikan Condor. Eine Fallhöhe von ungefähr 90 Meter Höhe und mit Deckel drauf fast 110 Meter hoch. Eine mega coole und schöne thematisierte Turm hier, so eine Art Tempel, Maya-Tempel etwas, sehr, sehr cool. Ich mache mir ein bisschen Gedanken über die Bügel, weil das ist auch schon eine Frage, ich habe jetzt in 2005. In 2005 hat Intamin hier im Park gebaut und ich glaube, wenn ich mich jetzt in die Reihe stelle, ob es passt, weiß ich es nicht, aber wir versuchen es. Eine von den schönsten Drop-Towers in Europa, finde ich, meiner Meinung nach. Ja, wirklich ein riesiges Gebäude, wenn man so gerade davor steht. Echt super hoch. Und ich finde auch, wenn man der Drop macht, wenn man fällt, dass man echt spät in die Bremse geht. Also erst, wenn man der Tempo reinfliegt, dann passt, sieht man eigentlich wirklich, dass da die Bremse reingehen. Also schon ein cooles Effekt. Normal merkt man irgendwie, dass man schon schneller bremst. Ich habe das Gefühl, dass diese ein bisschen länger durchfällt. Bin gespannt. Es regnet jetzt ein bisschen, 20 Minuten Wartezeit. Ich hoffe, dass dann auch die Bügel passen. Aber ich habe so richtig Bock drauf, dieses Mal zu fahren. Eine der schönsten und best dekorierte Drop Towers in Europa. Ja.
So, hinter mir kann man noch sehen, also der mega Drop Tower, der hier im Park steht. Huracan Condor. Und ich muss sagen, war ein mega cooles Bauchgefühl, was man da bekommen hat. Man hat irgendwie ein bisschen gestanden, ist dann ganz hochgegangen, hat sich dann ein bisschen vorübergelehnt und ist dann volle Partei runtergeflogen. Und wie wir vorher schon gesagt haben, ist die Bremsung echt erst am allerletzten im Tempo. Man bremst vorher schon ein bisschen, aber die wirkliche Bremse, also die wirkliche starke Bremse, die kommt erst, wenn man im Tempo ist. Und glaub mir, das ist sehr, sehr spät. Also dieses Fahrgeschäft hat mich richtig, richtig gut gefallen. Dicken Daumen für diesen Drop-Tower hier in PortAventura. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich nehme mein Getränk nochmal. Ich weiß nicht, wie das kommt. Dieses Park ist geöffnet von 10:30 bis 10:30. Und trotzdem schaffen wir es wieder nicht, um alles zu sehen. Weil jetzt ist es ungefähr fast, lass mal eben gucken, 9:30. Wir müssen jetzt auch langsam in Far West gehen, weil wir noch die Multidimension Coaster von Intamin machen wollen. Deswegen waren wir eigentlich nach hier gekommen. Naja. Ja, auch wenn wir die nicht machen möchten, wären wir hier gewesen, glaube ich, weil wenn es slow ist, dann kommt man auch hier nach PortAventura. Aber jetzt ist das eine von den Bahnen, die ich sehr, sehr gerne fahren möchte. Also wir laufen mal hin, ich kann mir auch überhaupt nichts dabei vorstellen, also sehr, sehr spannend. Und charged. Wir gehen hin, suchen es mal, stellen uns an und hoffe, dass wir auch noch fahren können, weil wir sind sehr spät dran. Direkt, wenn man den Themenbereich Mexiko verlässt und ich das Kamera da mal ganz kurz drehe, sieht man da hinten schon die Wand von der neuen Intamin Coaster Uncharged. Das bedeutet, dass wir in der Nähe sind. Ja. Ich glaube, wir schaffen es noch. Steht jetzt, glaube ich, etwas weniger wie eine Stunde Wartezeit. Also 50 Minuten. Das bedeutet, dass wir das genau schaffen und dass wir in der Zeit raus sind. Der Vogel macht so viel Lärm hier. Ein Rockvogel. Wir gehen mal hin. Und charged. Wow! So, Freunde, bevor wir reingehen, noch ein kleines bisschen was zeige von draußen, weil es ist einfach ein mega cooles, dekoriertes Ding hier von draußen auch. Da ist zum Beispiel der Kopf, der man da sieht, echt mega geil gemacht. Sehr gutes Detail, was da reingebaut worden ist. Und man sieht auch, da hinten fängt die Halle an. Das geht dann ganz so weiter bis an die Seite. Und komplett die Halle ist irgendwie weggebaut von den Felsen. Also sieht schon echt, echt cool aus. Auch die Pflanze, was da so alles drin sitzt. Dann das Haus hier, was eigentlich so der Eingang und der Ausgang ist, wo auch so ein Shop drin ist. Mega cool gemacht. Ja, das wollte ich noch mal eben schnell erzählen. Da ist der Eingang, da geht man nochmal rein. Jetzt stehen die Leute da und da drinnen trennt sich. Da geht man rechts nach die Single Rider und links nach der normalen Reihe. Wir gehen jetzt mal rein, schauen uns das Ganze mal an. Wie gesagt, von draußen und wie es aussieht, wie dekoriert ist, schon mal einen dicken fetten Daumen. Also ich gehe jetzt rein und nachher würde ich genau erzählen an euch, wie es war. Bis gleich. Also achte drauf, das ist die Warteschleife für die Single Riders. Ja, Freunde, das war dann Uncharted. Was soll ich sagen von diesem Multi-Dimension Coaster von Intamin, die dieses Jahr hier im Park gekommen ist? Hat mich jetzt nicht so gehabt, muss ich sagen. Es ist ein bisschen so mehr so ein Dark White 2.0. Cool ist dran, dass er auf jeden Fall die Karre drehen kann, dass man wird, glaube ich, fünfmal gelauncht in der ganzen Fahrt. Also das ist schon mal sehr, sehr cool. Und man wird einmal richtig seitlings gelauncht. Also man sitzt dann eigentlich in seiner Karre und die wird seitlings weggeschossen. Das ist schon cool. Auch wird da ganz viel gearbeitet mit von die großen Schirme, die da drin sind. Also da sieht man irgendwie so einen Film drauf. Und dann kann man die ganze Geschichte so ein bisschen verfolgen während der Fahrt. Ein paar coole Stücke sind drin, ein paar Achterbahnstücke, also ein bisschen schnelle Stücke sind schon drin, aber ich muss jetzt sagen, dass es mir persönlich mehr irgendwie an so ein Dark Ride erinnert, aber dann ein bisschen mehr Schwung drin, weißt du? Ist es eine Achterbahn? Ja, letztendlich schon. Ist es das, was ich gedacht hätte? Nein, definitiv nicht. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Taron erwartet oder auch ein bisschen mehr, was jetzt in Madrid steht, Batman. Das hätte ich ein bisschen mehr erwartet von Intamin.
Also von dieser Intamin-Bahn, verstehe mich nicht falsch. Also, aber das war es nicht. Das war es nicht. Das ist schon eine Bahn mit Schwung, aber es ist ein Dark White mit Schwung, würde ich sagen. Ja, das, anders kann ich es nicht nennen. Auch die Lounges, was da drin sind, ist jetzt nicht so mega, mega stark. Also, ja. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, das schon, weil es ist schon mal was ganz, ganz Besonderes. So kenne ich es auch noch nicht. Die Karre dreht sich wirklich in alle Ecke, in alle Kante, wird nach vorne geschoben, wird nach hinten geschoben. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Also das habe ich schon sehr, sehr gut gefallen. Aber ich hätte persönlich etwas mehr erwartet von dieser Bahn. Etwas mehr Schwung ist es nicht. Meiner Meinung nach eine sehr gute Familien-Dark White Coaster. Ein neuer Name, so muss ich es sagen. Ja, Freunde, es ist jetzt auch echt spät. Ich habe da fast eine Stunde gebraucht da drinnen. Also wir gehen jetzt zum Ausgang und würden uns dann verabschieden von der schönen Port Aventura und von die coole neue Familien Dark White Coaster Enchant. Also wir sehen uns gleich beim Ausgang und ja, ich genieße jetzt den Weg durch Far West in Richtung Mediterrane, in Richtung Ausgang. Bis gleich. So, Freunde, das war der Tag hier in Port Aventura. Ein wunderschöner Tag. Mit viel Sonne, viel Hitze, viel Anstehen, aber auch mega schöne Themenbereiche und mega schöne Fahrgeschäfte. Also die neue Intamin-Bahn, wie gesagt, bist du hier im Park, komm sicher mal rein. Also ist auf jeden Fall, die Mühe lohnt sich mega. Ich war einfach nur ein wenig enttäuscht wegen der etwas fehlenden Schwung, meiner Meinung nach. Aber weiterhin einfach eine mega, mega coole Bahn. Für mich ist der Tag jetzt hier auch hier zu Ende in Port Aventura. Es hat mich sehr, sehr gut gefallen. Also würde ich auch fragen, hat euch das Video jetzt gefallen? Macht einen dicken fetten Daumen hoch. Seid ihr noch nicht abonniert, dann macht es mal komplett kostenlos. Und mir würde es freuen, euch mitzunehmen nach noch viel mehr Freizeitparks innerhalb Europa. Also in diesem Sinne bedanke ich mich für das Zuschauen und sage ich bis nächstes Mal. Bock drauf. Ciao. Noch einmal, für die Leute, die noch eben kurz die Abschnitte sehen wollen von der Parade und von der coolen Show hier auf dem See, zeige ich euch jetzt. Ciao, bis nächstes Mal. Bienvenidos a Port Aventura. Esta noche nos embarcaremos en una sorprendente aventura de paisajes y sonidos deslumbrantes. Bienvenue a Port Aventura. Imaginación y de magia. Os presentamos Fiesta Aventura.